Na, ihr Käsekroketten, wie geht's euch heute? Mein Name ist Monique, heute ist Montag, was bedeutet, es ist Murder Mystery und Make-up Montag. Falls du neu hier bist, jeden Montag übersetze ich ein Video der fabelhaften Bailey Sarian, ergänze es noch durch eigene Recherche und versuche dabei, ihren Look aus dem Video nachzuschminken mit den Sachen, die ich habe. Das Originalvideo, ihr Kanal und ihr Instagram sind unten in der Videobeschreibung hinterlegt, genauso wie alle Produkte, die ich in diesem Video verwende. Heute geht es um Gypsy Rose Blanchard. Ihr kennt den Fall bestimmt alle und spätestens beim Bild denken wahrscheinlich alle, oh ja, die arme kleine Maus. Der Fall ist verrückt. Es passierte letztendlich 2015 und wie wahrscheinlich jeder von euch, habe ich ihn auch von Anfang an verfolgt. Echt zu verrückt, um wahr zu sein. Und der ganze Background, der da noch dahinter steckt, Gypsy Rose kämpfte mit MS, Leukämie, Asthma. Laut ihrer Mutter war sie auf dem Entwicklungsstand einer 7-Jährigen. Sie sitzt im Rollstuhl, benötigt eine Ernährungssonde und zum Schlafen benötigt sie so eine Sauerstoffbeatmungsmaske. Sie hat einen Haufen chronisch verlaufender Krankheiten, laut ihrer Mutter. Ihre Mutter Didi Blanchard kümmerte sich immer um Gypsy. Also fangen wir auch mal bei Didi an. Didis richtiger Name ist Claudine. Ich persönlich finde Claudine viel schöner als Didi, ohne jemanden anzugreifen, aber Claudine, Didi. Didis eigene Familie beschrieb sie als merkwürdig. Als sie aufwuchs, fing sie an zu stehlen. Es waren immer Sachen, die sie gerne haben wollte, aber halt nicht bekam. Und wenn sie sie nicht bekommt, dann holt sie sich die halt auf anderen Wegen. Ihre Familie sagte, dass sie auch sehr manipulativ war, schon in jungen Jahren. Didi begann als Krankenpflegerin zu arbeiten und als ihre eigene Mutter erkrankte, kümmerte sie sich um sie. Später, also viel später, so Richtung Ende dieser Geschichte, sagte die Familie, dass sie den Verdacht hatten, dass Didi für den Tod ihrer Mutter verantwortlich ist. Dafür gab es keine Beweise. Sie sagten, Didi hätte ihrer Mutter das Essen verweigert. Nicht nett. Als Didi 24 Jahre alt war, wurde sie schwanger von dem gerade mal 17 Jahre alten Rod. Sie versuchten, das vermeintlich Richtige zu tun und heirateten. Sie nannten ihre Tochter Gypsy Rose, weil Didi den Namen Gypsy so toll fand und Rod war Fan von Guns N' Roses. Kurz vor Gypsys Geburt im Juli 1991 trennte sich das Paar jedoch. Rod sagte aus, dass er aus den falschen Gründen geheiratet hätte, aus jedem Grund, Pflicht, Verantwortung etc., nur nicht aus Liebe. Didi versuchte, Rod zurückzugewinnen. Als er aber dabei blieb und nicht zurück wollte, zog sie zurück zu ihrer Familie. Als Gypsy gerade mal 3 Monate alt war, war Didi davon überzeugt, dass Gypsy unter einer Schlafapnoe leidet, also Atemaussetzer während des Schlafs. Sie brachte sie oft ins Krankenhaus, sie blieb da auch mehrere Nächte überwacht an Monitoren, um herauszufinden, was mit ihr halt nicht stimmt. Diese Ergebnisse blieben zwar ohne Ergebnis, aber Didi reichte es nicht. Irgendwas stimmte mit ihrem Baby nicht. Sie war überzeugt davon, dass Gypsy gesundheitliche Probleme hatte, bedingt durch eine nicht näher bezeichnete Chromosomenstörung. Als Gypsy so 7 oder 8 Jahre alt war, hatte sie einen kleinen Unfall mit dem Motorrad ihres Großvaters. Dabei schürfte sie sich das Knie auf. Für Didi eine deutlich sichtbare Verletzung, für deren ordnungsgemäße Behandlung mehrere Operationen notwendig wären. Ey, und sie wurde operiert. Von da an war Gypsy an einen Rollstuhl gefesselt. Didi sagt, dass sie seit dem Unfall den Rollstuhl braucht, weil seit dem Vorfall ihr Knie zerstört wäre. Und zudem hätte Gypsy ja auch Muskelschwund. Gypsy ging nach der 2. Klasse nicht mehr zur Schule. Also manchmal heißt es ab dem Kindergarten, aber auf sehr vielen Seiten habe ich gelesen, ab der 2. Klasse. Also lassen wir es mal die 2. Klasse. Bedingt durch ihre zahllosen, schweren Erkrankungen. Didi unterrichtete sie von zu Hause aus selber und das Lesen lernte Gypsy selbstständig durch Harry Potter Bücher. Nachdem Rod wieder geheiratet hatte, zog Didi mit ihrer Tochter zu ihrem Vater und ihrer Stiefmutter. Didi kochte das Essen für ihre Stiefmutter, die daraufhin sehr krank wurde. Während Didi hier und da für kleinere Vergehen verhaftet wurde, zum Beispiel Scheckbetrug oder halt ungedeckte Schecks auszustellen, ging es ihrer Stiefmutter deutlich besser. Die Familie zählte 1 und 1 zusammen. Didi vergiftete ihre Stiefmutter mit Unkrautvernichtungsmitteln. Ist auch ein Statement. Als sie damit konfrontierten, zog sie natürlich aus. Sie zog mit Gypsy nach Slidell. Dort wohnten sie in einer Sozialwohnung und bekamen durch die schwere Erkrankung von Gypsy Sozialleistungen, weil Didi sie auch pflegte. Zudem hatten sie auch monatliche Unterhaltszahlung von Rod über 1200 US-Dollar.
Die meiste Zeit verbrachten sie damit, mit Spezialisten zu besuchen, um die richtige Behandlung für Gypsy zu finden, für ihre ganzen Krankheiten verschiedene Spezialisten. Auch wenn die Untersuchungen ergebnislos blieben, überzeugte die Ärzte davon, dass Gypsy krank ist. So kam es zu weiteren Operationen. Zu all den Sachen kam jetzt auch dazu, dass Gypsy unter Hör- und Sehverlust litt und zudem hätte sie mehrmals im Monat Krampfanfälle gehabt. Natürlich wurde das auch mit weiteren Medikamenten behandelt. Didi rasierte ihre Tochter auch die Haare ab. Sie sagt, sie würden bei der Chemo ja eh ausfallen. So sah sie dann tatsächlich aus wie eine Chemopatientin. Sie bekam eine Brille gegen ihre Sehschwäche und keine Ahnung, wer diese Brille ausgesucht hat. Ich will niemanden angreifen. Aber für so ein kleines Mädchen waren es die größten Brillengläser, die ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Also sie waren auch nicht zu übersehen. Didi brachte Gypsy für jede Kleinigkeit ins Krankenhaus. Bananensachen. Sie hat Süßigkeiten gegessen. Ich weiß nicht, ob es eine Wechselwirkung gibt. Im Jahr 2005 wütete ja dieser Wirbelsturm Katrina. Ihr erinnert euch bestimmt, die totale Verwüstung. Viele verloren nicht nur Heim, sondern auch ihr Leben. Gypsy und Didi waren davon auch betroffen. Sie verloren alles, was sie hatten und kamen erstmal in eine Unterkunft für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Dem Arzt dort in der Unterkunft, der sich da um die Leute kümmerte, erzählte Didi, dass sie halt alle Krankenhausunterlagen, alle Ergebnisse, alles verloren hätte. Der Arzt riet den beiden, zurück in ihre Heimat Missouri zu ziehen, um da die richtige Versorgung für Gypsy zu garantieren. Und einen Monat später wurden sie auch nach Missouri geflogen. Zuerst lebten sie da in einem Mietshaus, bis im Jahr 2008 die Hilfsorganisation Lebensraum für Menschen ihnen ein Haus baute. Mit Rollstuhl, Rampe und Whirlpool. Es war ein kleines, süßes Häuschen, aber es hatte halt auch alles, was man so brauchen könnte. Dies erweckte nun das Interesse der Presse, eine alleinerziehende Mutter mit einer schwerstbehinderten Tochter, die jetzt alles verloren hatten und von einer Hilfsorganisation ein Haus gebaut bekommen. Die Presse stürzte sich wirklich drauf. Das führte dazu, dass Didi und Gypsy noch mehr Spenden bekamen. Sie wurden von der Gemeinschaft total unterstützt. Die beiden bekamen Aufenthalte im Ronald McDonald House, Freiflüge zu Spezialisten, kostenlose Reisen nach Walt Disneyland und Backstage-Pässe für Miranda Lambert, also für ihre Konzerte. So viel Liebe und Unterstützung, wie man sich das in solchen Fällen halt wünscht. Rod, der Vater, rief immer wieder an und schickte auch Geschenke. Er erinnerte sich, als er Gypsy zu ihrem 18. Geburtstag anrufen und gratulieren wollte, sagte Didi zu ihm, sag ihr nicht, dass sie 18 geworden ist, sie denkt, sie wäre 14. 14. Er fand das natürlich merkwürdig, aber er bekam halt auch ihren Alltag nicht so mit und dachte sich halt, okay, Didi ist die Mutter, sie wird schon wissen, was richtig ist, ich will ihr auch keinen Schaden anrichten. Merkwürdig, aber okay. Didi hatte ja auch immer betont, dass ihre Tochter auf dem Entwicklungsstand einer 7-Jährigen sei. Didi weiß schon, was sie tut. Oh ja, das weiß ich. Auch wenn Rod und seine neue Frau versuchten, Didi und Gypsy zu besuchen, wurden diese Pläne von Didi immer irgendwie abgesagt. Also es kam stetig irgendwas dazwischen, es hat so gut wie nie geklappt. Didi erzählte ihren Nachbarn, dass Rod ein drogenabhängiger, gewalttätiger Alkoholiker sei, der mit der Erkrankung von Gypsy nie zurechtkam und auch kein Geld schickt. Wenn 1200 US-Dollar kein Geld ist, ne? Könnte mir immer jemand kein Geld schicken, bitte? Randnotiz. Ich persönlich verstehe nicht. Oft ist es, also es ist nicht immer so, aber ziemlich oft, wenn der Vater Kontakt möchte, wird es ihm unterbunden oder erschwert. Möchte er keinen Kontakt, will sich nicht kümmern, hätte er alle Freiheiten dieser Welt. Ich verstehe das nicht. Ist doch ätzend. Jeder, der Gypsy traf, verliebte sich direkt in sie mit ihrer Körpergröße von 1,50 und sehr zarten Statur. Sie strahlte trotz allem bis über beide Ohren. Sie trug diese riesige Brille, hatte kaum noch Zähne und hatte diese sehr hohe kleine Mädchenstimme. Wenn sie das Haus verließen, nahm Didi immer eine Sauerstoffflasche mit und Gypsy hatte eh immer ihre Ernährungssonde an sich. Du hinterfragst das auch gar nicht, wenn du die Kleine siehst, denn du siehst halt, wie krank sie ist. Es gibt einen Haufen Interviews mit den beiden. Didi ist dabei immer an Gypsys Seite. Sie sitzt entweder neben ihr und hält ihre Hand oder sie steht hinter ihr und hat ihre Hand auf der Schulter. Also immer irgendwie in Kontakt. Und es erweckt auch den Eindruck, wow, Didi ist unglaublich. So liebevoll und aufopferungsvoll. Sie spricht mit so viel Liebe über ihre todkranke Tochter. So tapfer und
Ein tolles Kind. Und ganz aufrichtig, ne? Wenn du nicht schon alles über den Fall wüsstest, dann wäre es genau der Eindruck, den du davon hättest. Eine tolle Mutter. Hinterher ist man ja immer schlauer, aber daran merkt man auch, wie manipulativ Didi ist. Wenn Gypsy in einem Interview sagte oder auch nur andeutete, dass es ihr eigentlich ganz gut geht, dass sie sich gar nicht so krank fühlt, dann hat man gesehen, dass Didi ihre Hand so gedrückt hat, so wie halt die Knöpfe. Also nur so ein Eindruck, aber Gypsy hat selber gesagt, dass wenn sie alleine waren und irgendwas war vorgefallen, dass Didi sie mit der flachen Hand oder einem Kleiderbügel geschlagen hat. Weitere medizinische Eingriffe waren, Didi ließ die Speicheldrüsen von Gypsy mit Botox behandeln, um das Sabbern in den Griff zu kriegen. Später wurden ihr diese Speicheldrüsen komplett entfernt. Didi betäubte das Zahnfleisch von Gypsy und zusammenhängt damit, dass sie ja gar keine Speicheldrüsen mehr hatte, führte das zu dem Zahnverlust. Also die faulten ihr dann halt weg. Gypsy wurden Schläuche ins Ohr implantiert, weil sie ja chronische Ohrentzündungen hatte. Ich habe ja gesagt, es ist verrückt. Okay, sie ging mal wieder zu einem Arzt. Er war Neurologe. Er hatte so seine Bedenken, was die mitgeteilte Diagnose von Didi über diesen Muskelschwund angeht. Denn er sah, dass Gypsy alleine stehen konnte. Wie es dazu gekommen ist, weiß ich nicht, aber er hat sie stehen sehen. Er ordnete ein MRT und Blutuntersuchung an, um das halt zu checken. Beides fiel ergebnislos aus. Er fragte Didi, wieso kann sie nicht laufen? Sie hat Muskeln, sie sollte laufen können. Das gefiel Didi gar nicht, also danach ist sie losgestürmt und hat diesen Arzt nie wieder besucht. Der Arzt fragte vorher noch nach Untersuchungsergebnissen, also früheren Untersuchungsergebnissen, aber sie sagte, sie hätten halt alles im Wirbelsturm verloren, es gibt keine Aufzeichnung mehr. Okay. Wie kann dieser Arzt ihre Diagnose auch anzweifeln? Also da würde ich auch rausrennen. Kann er sie nur anzweifeln? Frechheit. Der Arzt war nun wirklich alarmiert, stellte Nachforschung an, er rief die anderen Ärzte aus New Orleans an, da wo Didi angeblich alle Unterlagen verloren hätte. Dieser Arzt hatte allerdings die gleichen Untersuchungen mit den gleichen Ergebnissen gemacht. Das bedeutet, es war alles okay mit Gypsy. Er hatte dies auch in Gypsys Krankenakte vermerkt. Zudem hatte er hineingeschrieben, dass er befürchtet, dass es sich dabei um einen Fall vom Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom handelt. Ein sehr frustrierender Aspekt dieser Geschichte ist, es gab ja nun diesen Arzt, der Nachforschung anstellte und merkte, da ist aber was nicht richtig, also da stimmt was nicht. Der diese Nachforschung machte und die Ärzte, die er anrief, die versuchten ihn eher davon zu überzeugen, es gut sein zu lassen. Man sollte die Familie mit Samthandschuhen anfassen. Die sind doch so bekannt und geliebt und respektiert. Dir würde doch keiner glauben. Aber es ist doch nicht alles gut. Ich weiß nicht. Oh. Was ist, wenn es um ihre Kinder gehen würde? Würden die dann auch sagen, ach, egal, komm, lass gut sein. Es gab einen anonymen Tipp bei der Polizei. Der Anrufer sagte, dass er glaubt, dass Gypsy gar nicht so krank ist, dass sie von ihrer Mutter misshandelt wird. Und zudem würde Didi verschiedene Namen und Geburtsdaten verwenden. Schon ein bisschen verdächtig. Da dieser Tipp anonym war, wissen wir es natürlich nicht genau, aber wer von euch denkt auch, dass es der Arzt war? Du auch? Die Beamten, die bei Gypsy zu Hause diesen Wohlfühlcheck durchführten, glaubten jedoch viel zu schnell, also nicht nur sehr schnell, sondern viel zu schnell, den Erklärungen von Didi. Sie sagte nämlich, ja, das mit den verschiedenen Namen und den Geburtsdaten soll meinem gewalttätigen Ex-Mann davon abhalten, mich ausfindig zu machen. Ohne sich Gypsy näher anzugucken und ohne Rod dazu einmal zu befragen. Der Fall wurde sehr schnell zu den Akten gelegt. Man geht davon aus, dass Didi Gypsy bei solchen Terminen eh mit irgendwelchen Medikamenten ruhig gestellt hat. Ich meine, sie hatte ja auch jeden Shit, wirklich jeden Shit, eine Abstellkammer voll. Gypsy war eine begeisterte Cosplayerin. Sie hatte Kostüme und Perücken, sogar Kostüme, die ihren Rollstuhl mit einschlossen. 2010 begann Gypsy heimlich den Computer zu benutzen. War ja auch irgendwie so der einzige Weg, sich alleine in der Außenwelt auszutoben. Gypsy lernte jedoch online einen Typen kennen, sei ihr gegönnt. Sie unternahm mit ihm einen Fluchtversuch. Der endete damit, dass Didi die beiden in einem Hotelzimmer aufspürte und ihn halt erpresste. Sie hatte ja verschiedene Geburtsurkunden von Gypsy und auf einer war sie halt erst 14 und sagte, entweder du verpasst
Verziehst dich oder ich zeig dich an. Genaues weiß ich über diesen Fluchtversuch nichts. Ich habe versucht, was rauszufinden, habe ich aber nichts. Tut mir leid. Das fand ich schon mal sehr interessant. Ich hätte gerne gewusst, wie das möglich war. Danach zerstörte Didi den Computer mit einem Hammer und drohte Gypsy, dass, falls sie nochmal versuchen sollte zu fliehen, sie das gleiche mit ihren Händen tun würde. Kinder, so undankbar. Soll sie doch bei ihrer misshandelnden Mutter bleiben? Echt, Kinder. Sie hielt Gypsy 2 Wochen am Bett gefesselt. Nun gab es doch irgendwann wieder einen Computer und ich glaube, sie hatte auch irgendwann ein Handy bekommen. Den Computer benutzte sie allerdings nur, wenn ihre Mutter schlief. Entweder hatte sie einen sehr festen Schlaf oder vielleicht hat sie auch Schlaftabletten benutzt. Ich meine, es ist ja nicht so, dass sie nicht auch Schlaftabletten gehabt hätte. Als Teenager, da schlagen dir die Hormone um die Ohren. Bist interessiert an Jungs oder Mädchen? Oder beiden, habt so Sex. Dafür ist fast niemand gewappnet. Schlag, Hammer, Hormone. Gypsy ging heimlich auf eine christliche Dating-Seite. Da konnte sie in Ruhe mit den Leuten chatten, die sie halt gut fand. Dort traf sie auch Nicholas. Nick war im gleichen Alter wie Gypsy. Wie alt? Keine Ahnung. Das wusste sie zu dem Zeitpunkt doch selber nicht. Nick hatte selbst Probleme. Er war wegen Exhibitionismus vorbestraft. Also er zog blank vor fremden Menschen. Hey, hier ist Willy. Er hatte verschiedene psychologische Probleme, eine Identitätsstörung und Autismus. 2014. Neben Didi und Gypsy wohnte auch eine alleinerziehende Mutter, dessen Tochter 23 Jahre alt war. Diese unterhielt sich gelegentlich mit Gypsy. Sie empfand sich selber als so ein bisschen die ältere Schwester, ohne zu wissen, dass beide zu dem Zeitpunkt im gleichen Alter waren. Leider unterband Didi so oft wie möglich den Kontakt zwischen den beiden. Sie wollte einfach nicht, dass Gypsy eine enge Beziehung zu irgendjemandem hatte, weder zu ihrem Vater noch zu irgendeinem anderen Menschen. Natürlich nicht, sonst wäre ja ihre Lügengeschichte wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen. Aber Gypsy mochte die Nachbarstochter sehr gerne und sie versuchte auch so oft, es ging, mit ihr zu reden. Sie vertraute ihr an, dass sie im Internet einen Mann kennengelernt hat, sich verliebt hat, ihn heiraten möchte, Kindernamen schon ausgesucht hat. Aber Elia, die Nachbarstochter, fand halt, dass Gypsy einfach zu jung war für sowas. Sie warnte Gypsy davor, dass im Internet halt viele gefährliche Leute rumlaufen. Es könnte eine wilde Bestie sein, es könnte ein Mörder, ein Vergewaltiger sein. Sie soll bitte auf sich aufpassen. Und ich finde, das ist eine sehr gute Warnung. Also fühlt euch bitte auch gewarnt, kranker Scheiß da draußen. Nick und Gypsy hatten auch geheime Facebook-Accounts, darüber schrieben sie sich immer. Ich glaube, Gypsy hatte irgendwie 5 geheime Accounts. Nick erzählte Gypsy von BDMS und dass er verschiedene Persönlichkeiten hätte. Eins wäre ein Bad Boy, ein böser Junge, eins ein kleines Kind und eine andere Persönlichkeit sei ein Werwolf. Also, hallo wildes Tier. Die beiden schickten sich viele verschiedene Bilder hin und her von Gypsy, welche in Kostüm, mit Perücke. Ist verrückt, also an BDMS ist ja nichts verkehrt. Soll jeder machen, wie er möchte, fühlt euch frei, solange da jeder der Beteiligten einverstanden mit ist, lasst es krachen. Aber wenn man sich Gypsy anguckt, sie ist halt so unerfahren. Sie hatte zwar diesen einen Ausreißer da, aber sonst hatte sie doch noch gar keine Erfahrung. Und dann ist das ein bisschen so wie von Null auf BDMS. Schon krass. Erinnerst du dich daran, als du Teenager warst, deine erste große Liebe? Oh mein Gott, bist besessen von deiner ersten großen Liebe. Nichts anderes ist wichtig auf der Welt, nichts anderes interessiert dich. Egal, was andere sagen oder machen. Man ist blind vor Liebe und dumm. Aber schön war's. Und schön dumm. Wenn man älter wird und sich daran erinnert, wie man sich damals benommen hat, dann... Das habe ich nie gemacht. Niemals. Aber genauso hat Gypsy sich gefühlt. Verknallt, bis alle Gehirnwindungen verknotet waren. Gypsy wollte Nick treffen. Und zwar so richtig. Sie hackten einen Plan auf. Gypsy wollte mit ihrer Mutter ins Kino gehen, die Neuverfilmung von Cinderella. Sie wollten sich verkleiden und das wäre eine gute Möglichkeit, dass Nick die beiden dann anspricht. So könnte Didi ihn auch unvoreingenommen kennenlernen. Sie schickte Nick auch Geld und somit wurde der Plan reell, also für die Fahrt und für die Kinokarte. Sie liefen sich also wie zufällig über den Weg. Gypsy bat Nick,
sich zu setzen. Didi gefiel das nicht. Sie fragte sich, wer ist dieser Typ? Warum geht er alleine in eine Disney-Vorstellung? Sie fand ihn gruselig. Irgendwie schafften es Gypsy und Nick, sich wegzuschleichen, um dann im Badezimmer vom Kino das erste Mal miteinander zu schlafen. Nick sagte, Gypsy hätte ihn dazu verführt, das da zu tun. Und das ist so eine Sache, die ich halt nicht verstehe. Also beide haben gesagt, es ist so passiert, aber ich verstehe es nicht. Didi hat Gypsy nie aus den Augen gelassen. Und warum sollte sie ausgerechnet mit Nick, jemand, der alleine ins Kino geht, um sich einen Disney-Film anzugucken, warum sollte sie ihm ihr Kind anvertrauen, um mit ihr auf die Toilette zu gehen? Die beiden behielten nach diesem Treffen Kontakt. Didi erzählte Nick alles, dass sie nicht krank war, dass sie laufen konnte, dass ihre Mutter sie misshandelt und sie halt so in diesem Zustand hält. Sie kann nicht raus und sie kann ihrer Mutter nicht entkommen. Nick sagte, er ist ihr Retter, ihr Prinz, er wird sie erretten. Okay, Prince Charming, dann zeig mal, was du kannst. Er stellte wohl die Frage so, soll ich sie für dich umbringen? Gypsy wollte das nicht, das war eine gesponnene Idee von Nick und nicht diskussionswürdig. Bis zu diesem einen Abend. Gypsy stritt sich unheimlich mit ihrer Mutter. Keine Ahnung, worum es dabei ging. Es war aber so schlimm. Sie war so sauer auf ihre Mutter, dass sie zu Nick sagte, okay, lass es uns tun. Ich will, dass du meine Mutter umbringst. Teenager, wer glaubt schon, dass sie es wirklich tun? Juni 2015. Sie planten den Mord, damit Gypsy endlich frei sein konnte. Nick fuhr zu ihrem Haus. Sie hatte angeblich Handschuhe, Klebeband und ein Messer für ihn bereitgelegt und sagte ihm noch, sei vorsichtig. Die Eingangstür quietscht. Er habe ihr gesagt, versteck dich im Badezimmer und halt dir die Ohren zu. Ich will nicht, dass du Zeuge davon wirst, wie ich deine Mutter abschlachte. Nick ging in Didis Schlafzimmer, wo diese schon schlief, und er stach ihr in den Rücken. Didi wachte auf und fing an zu schreien und rief auch nach Gypsy. Er stach so lange auf sie ein, bis sie aufhörte zu schreien. Danach gingen sie in Gypsys Schlafzimmer und hatten Sex. Gypsy sagt, dass es nicht einvernehmlich war und dass er sie quasi gezwungen hätte. Nick sagte das Gegenteil. Ist ja nicht so, als hätten sie gerade ihre Mutter umgebracht. Sie nahmen 4.000 US-Dollar in bar mit. Dieses Geld stammte hauptsächlich von Unterhaltszahlung von Rod und fuhren in ein Motel. Die Mordwaffe schickten sie, das finde ich eigentlich ganz smart, die schickten sie an die Adresse von Nick, damit sie nicht am Tatort war und auch nicht bei ihnen gefunden werden konnte. Die beiden nahmen dann einen Reisebus und fuhren zu Nick nach Hause. Gypsy zog dann zu Nicks Familie. Er erzählte, dass Gypsy missbraucht wurde und obdachlos ist, was ja auch stimmt. Am Abend des 14. Juni sagte Gypsy zu Nick, er möchte bitte mit seinem Handy auf Didis Facebook-Seite, also als Didi, posten. Sie wollte, dass ihre Mutter gefunden wurde. Es waren jetzt schon ein paar Tage vergangen und sie haben diesbezüglich noch nichts gehört. Nick postete zuerst auf Didis Seite als Didi, die Schlampe ist tot. Die Freunde, Facebook-Freunde schrieben dann so, was hast du denn für einen Film geschoben? Wovon redest du? Was geht denn bei dir ab? Und ganz ehrlich, du kannst es auf vielen Ebenen echt falsch verstehen. Also es hätte ja auch sein können, dass Didi betrunken ist und schreibt, dass Gypsy gestorben ist. Und dann halt im, weiß ich nicht, in ihrer eigenen ehrlichen Persönlichkeit, keine Ahnung, ja. Es stiftete auf jeden Fall Verwirrung. Also musste Nick nochmal was posten. Und er postete es unter die Kommentare, auch als Kommentar. Ich habe das fette Schwein abgeschlachtet und ihre süße, unschuldige Tochter vergewaltigt. Ihre Schreie waren so verdammt laut. LOL. Ja, lol. Die Nachbarin hatte eh noch nichts wieder von Didi gehört. Ihre Anrufe blieben unbeantwortet. Und auch wenn Didi öfter unabgemeldet jetzt länger verreist war, also ohne Bescheid zu sagen, bei Ärzten war, konnte dies aber nicht der Fall sein, weil ihr Auto noch vor der Tür stand. Sie ging mit ihrer Tochter Elia rüber zu Didis Haus. Sie klopften oder klingelten, auf jeden Fall bekamen sie keine Antwort. Sie versuchten, was durch die Fenster zu erkennen, aber da war so eine Sicherheitsfolie, so eine Schutzfolie drauf und dadurch erkannte man nicht wirklich was im Haus. Sie gingen dann drumherum und fanden ein offenes Fenster. Währenddessen riefen sie auch die Polizei und informierten sie halt, hier stimmt irgendwas nicht, irgendwas ist komisch. Trotzdem stieg die Mutter ins Haus ein. Erstmal ist ihr nichts Ungewöhnliches aufgefallen, also keine Verwüstung, keine Schäden, nichts. Das Einzige, was ihr erstmal auffiel, war, dass der Rollstuhl von Gypsy im Badezimmer stand, aber Gypsy saß nicht da drin. Wenn der Rollstuhl hier ist, wo ist Gypsy? Die Polizei traf dann ein und verschafften sich Zutritt ins Haus. Ihnen fiel auch erstmal nichts auf, bis sie das Schlafzimmer von
die Didi betraten und dort ihre Leiche fanden. Sie vermuteten, dass jemand eingedrungen war, um Didi zu töten und Gypsy zu entführen. Das versetzte alle in Panik. Gypsy war weg, ohne ihren Rollstuhl, ohne ihre Medikamente, ihre Ernährungssonde, ihre Sauerstoffflasche. Sie brauchte das doch alles, um zu überleben. Die Nachbarstochter Elia nahm sich einen Polizisten zur Seite und vertraute ihm halt an, dass Gypsy mehrere Facebook-Accounts hatte und dass sie einen Typen im Internet kennengelernt hatte. Zunächst verfolgte die Polizei erstmal die IP-Adresse von diesen komischen Posts in Didis Namen. Das führte sie nach Wisconsin. Am nächsten Tag standen sie vor Nicks Haus. Beide ergaben sich. Erstmal herrschte Riesenverwirrung. Alle waren froh, dass Gypsy wohlauf wiedergefunden wurde, bis die Polizei ihre Pressemitteilung gab. Also manchmal ist es nicht so, wie es aussieht und bitte spenden Sie nicht mehr an Geh und finde mich. Es könnte ein Betrug sein. Die Presse stürzte sich natürlich auf die Geschichte. Und so verbreitete sich die Wahrheit über Gypsy relativ schnell. Dass Gypsy niemals krank war, von ihrer Mutter mit Medikamenten in diesem kränklichen Zustand gehalten wurde und ja, sie konnte gehen. Das schockte alle, denn sie nahmen ja alle großes Anteil an dem Schicksal der Familie und spendeten auch immer regelmäßig. Die beiden wurden natürlich befragt von der Polizei. Nick sagte, wir haben geredet und Gypsy fragte, ob ich ihre Mutter für sie töten könnte. Es war ja ihre einzige Möglichkeit, um frei zu sein. Also ja, ich hab's getan, aber es war ihre Idee. Wahrscheinlich hörte er sich nicht so an, aber ich versuche mal mein schauspielerisches Talent ein bisschen einzubringen. Bei Gypsy kamen sie rein und sagten, ey Gypsy, du weißt, dass deine Mutter tot aufgefunden wurde. Gypsy fing total an zu weinen, sie versuchte so geschockt wie möglich zu wirken und sie war keine gute Schauspielerin, also ähnlich wie ich. Ey, wir wissen schon alles, Nick hat uns alles erzählt. Jetzt ist deine Chance, raus damit. Sie fing beim Anfang an. Wie es anfing, dass ihre Mutter sie misshandelte. Die ganzen unnötigen Operationen, verschiedenste Medikamente. Sie kann gehen, sie braucht keinen Rollstuhl. Und dass sie eigentlich kerngesund sei. Die Idee zum Mord kam von Nick und sie hatte damit nichts zu tun. Beide wurden erstmal in Gewahrsam genommen. Als die Presse davon Wind bekam, wie Didi ihre Tochter jahrelang misshandelt hatte, verschwand das Mitleid für das Mordopfer Didi und es schwappte rüber zu dem Langzeitopfer Gypsy. Sie schauten es sich an und sagten, ey, das ist kein normaler Mordfall. Sie wurde ihr Leben lang misshandelt, ihre Mutter ist das pure Böse. Sie berücksichtigten auch ihre Krankenakten und klagten Gypsy für Mord zweiten Grades an. Es gab noch ein Angebot über 10 Jahre Haft, das nahm Gypsy an. Gypsy, die so unterernährt war, war die einzige, die jemals in so kurzer Zeit in Untersuchungshaft 6,5 Kilo zunahm. Bei Nick sah der Fall ein bisschen anders aus, weil er war ja derjenige, der Didi tatsächlich umgebracht hat. Im Januar 2017 wurde seine Verhandlung verschoben, denn seine Anwälte wollten ein zweites psychologisches Gutachten haben. Zudem sagten sie, dass er nur einen IQ von 82 habe und im Autismus-Spektrum liegt, dadurch sei seine Aufnahmefähigkeit verringert. Zunächst lehnte Nick eine Verhandlung vor einem geschworenen Gericht ab, stimmte dem aber später zu. Im November 2017 wurde seine Verhandlung nochmals verschoben auf November 2018. Warum? Konnte ich nicht rausfinden. Bei Gypsy war ja alles zack, zack, zack und da ist es 3 Jahre. Seine Anwälte verteidigten ihn und sagten, er sei blind vor Liebe gewesen. Er stand unter ihrem Bann und er wollte ihr einfach nur helfen. Gypsy sagte für ihn aus. Sie sagte, dass sie gehofft hatte, von ihm schwanger zu werden, denn so hätte ihre Mutter Didi Nick akzeptieren müssen. Und vielleicht hätte sie eine Chance gehabt, so mit Nick ein glückliches Leben zu führen. Sie stahl bei Walmart das Messer und Babykleidung. Nick hätte sich jedoch zu diesem Babywunsch niemals geäußert. Die Geschworenen hatten die Wahl zwischen 3 Optionen. Unfreiwilliger Totschlag, Mord ersten Grades oder Mord zweiten Grades. Sie nahmen sich nur 2 Stunden Zeit, um Nick für Mord ersten Grades schuldig zu befinden. Im Februar 2019 wurde Nick verurteilt für Mord ersten Grades und bekam eine lebenslange Haftstrafe. Aber auch nur, weil sich die Staatsanwaltschaft gegen die Todesstrafe ausgesprochen hat. Gypsy wird 2024 entlassen und dann ist sie 33 Jahre alt. Erst vor Gericht haben die Leute erfahren, dass Gypsy zu dem Zeitpunkt 24 Jahre alt war. Sie flippten alle aus. Was, sie ist nicht krank? Sie kann gehen? Sie ist 24? Sie sieht aus wie 15. Viele fanden das Urteil unfair. Ja, Gypsy hat ihre Mutter quasi umbringen lassen. Aber ich weiß nicht. Hatte sie ihre Strafe nicht schon im Vorwege?
ihr ganzes Leben 24 Jahre lang abgebüßt. Sie versuchte, von ihr wegzukommen. Sie unternahm einen Fluchtversuch. Die Polizei ließ sich von Didi einfach abspeisen. Niemand hat diesen Arzt beachtet. Das System hat bei Gypsy einfach versagt. Niemand hat ihr geholfen. Es war tatsächlich ihre einzige Möglichkeit. Also es ist ja nicht so, dass, oh, meine Mutter möchte, dass ich meine Hausaufgaben mache, lass sie uns umbringen. Schwierig. Puh, ja, Nick. Da sieht das anders aus, ne? Ich meine, er hat die Tat begangen, aber lebenslang? Er ist autistisch, er hat verschiedene psychologische Probleme, einen verminderten IQ. Ich weiß nicht. Ja, er hat sie erstochen, aber er wollte ja auch nur Gypsy retten. Vielleicht wären 15 Jahre mit anschließender psychologischer Betreuung besser gewesen. Ich weiß, es ist doch auch nicht. Selbst Didis Familie, und das ist hart, ja, aber selbst Didis Familie hat gesagt, sie hat bekommen, was sie verdient hat. Also krass, sowas über seine Schwester oder über seine Tochter zu sagen. Niemand wollte Didis Beerdigung bezahlen und niemand wollte ihre Asche aufheben. Tatsächlich ist es so, das ist total makaber, aber ich muss lachen, weil es so makaber ist. Tatsächlich war es so, dass... Tut mir leid, ich bin kein schlechter Mensch. Ich finde es nur witzig. Es ist nur so, dass... Tatsächlich ist es jedoch so gewesen, dass Didis Vater und... ihre Stiefmutter die Asche im Klo runtergespült haben. Es ist makaber. Mir fällt auch kein Mensch ein, wo ich sagen würde, also aus meinem Umfeld und schon gar nicht aus meiner Familie, wo ich sagen würde, jo, bevor ich die Asche mir hier hinstelle, kippe ich sie im Klo runter. Also man muss ja auch erstmal gucken, wie kommen die Menschen überhaupt zu dem Punkt. Ein positiver Aspekt, Gypsy hat sich vollständig erholt und sie sagt, dass sie sich im Gefängnis freier fühlt, als sie sich jemals in ihrem Leben gefühlt hat. Der Kontakt zwischen den beiden ist laut Rob, dem Vater, seit Didis Tod besser. Viel besser. Gypsy hat nach all dem sogar noch liebevolle Worte für ihre Mutter. Sie hat gesagt, dass sie zwar immer gehofft hat, dass irgendjemand Didis Spiel durchschaut und sie retten würde. Gleichzeitig sagte sie aber auch, dass Didi die perfekte Mutter für jemanden gewesen wäre, der tatsächlich so krank gewesen sei. Jemand von der Ermittlungsseite, ich weiß jetzt nicht, Polizei, Staatsanwaltschaft, die haben gesagt, dass sie froh sind, dass es Gypsy gut geht, dass sie sich so gut erholt hat und dass sie sehr hoffen, dass sie sich nach ihrem Gefängnisaufenthalt psychologische Hilfe suchen würde, damit sie überhaupt lernen kann, wie normale Menschen interagieren. Man sieht bei ihr Spuren von manipulativem Verhalten, aber woher hätte sie es anders, also was hätte sie anders lernen können? Es wurde ihr vorgelebt. Sie hat auf jeden Fall die Chance verdient, endlich mal ihr Leben zu leben und es sagt schon sehr viel aus, wenn man sich im Gefängnis frei fühlen kann. Das war die unglaubliche Geschichte von Gypsy Rose und Didi Claudine. Das ist der Look, den ihr jetzt schon die ganze Zeit sehen konntet. Die Geschichte war viel länger, als ich gebraucht habe. Was wir aus dieser Geschichte mitnehmen können, ist wahrscheinlich, man sollte nichts einfach so hinnehmen, ohne es zu hinterfragen. Die Polizistin, die bei diesem Wohlfühlcheck dabei war, hatte auch später gesagt, oder waren es Polizisten, ich weiß es nicht, auf jeden Fall hatten auch die gesagt, so, wieso haben wir nicht nachgefragt? Wieso haben wir nicht den Ex befragt, warum haben wir uns Gypsy nicht genauer angeguckt? Das sind berechtigte Fragen, aber wenn du zu jemandem hingehst und da das Kind ist vielleicht ruhig gestellt durch Medikamente und die Mutter erklärt dir, warum es ist, wie es ist und aus Angst vor dem Ex, man ist gewillt, das erstmal so hinzunehmen. Und man kann nicht immer an alles denken. Und man kann noch nicht so viel erlebt haben, um immer an alles denken zu können. Die Nachbarin selbst dachte zuerst, dass Didi und Gypsy das gemeinsam ausgeheckt hatten und fühlte sich betrogen und dachte auch, dass sie vielleicht hinter ihrem Rücken über sie gelacht hatte, bis sie dann die ganze Geschichte erfahren hat und wusste, dass Gypsy Opfer ihrer Mutter war. Das waren ganz schön viele Einzelheiten und viel vom Background, was ich unglaublich interessant fand. Diese ganzen Operationen und Eingriffe und Medikamente und was wozu geführt hat, das ist echt krass. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag, trefft gute Entscheidungen, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch was.